Aber hier ist, kanalisiert sich der gesamte Hass auf diesen Hasen, ja? Und das tut ihm nicht gut. Weil ich glaube, ich werde nachher irgendwie rausgehen und einen Hasen kastrieren. So, was muss ich machen? Du musst das jetzt auf dem Raptor machen. Ich mach's auf dem Greifen, weil ich bin ja nicht der Herausforderer. Von hier aus, oder was? Ja, und hier siehst du die Plattform, auf die du immer musst, ne? Easy. Ja, der Raptor-Tat ist nicht so, dass das Schwere. Oh, außer dass er nochmal nachzieht am Ende. Was? Ach, da ist der. Hui. So, dann kannst du hier einmal das Schild lesen. Dann weißt du, was auf dich zukommt. Was? Das Schild lesen? Glückwunsch, Springertraining, aka 5 Kürbisse der Verzweiflung voraus. Okay. Boah. Okay, aber der zweite ist machbar. Oh. Nein! Oh, dieses Nachbouncen von dem Missvieh, ne? Das ist so ekelhaft. Ach, der hat doch geschummelt. Das ist doch. Ey, wie soll ich das denn machen? Ich kann das nicht einschätzen, wie weit das Missvieh. Vor allem sehe ich den Kürbis ja auch nicht. Und sieht das auch nicht richtig aus, wie wir beide auf dem Kürbis hier stehen, aber gut. Geh doch ein Stück. Nein, jetzt! Solltest du einen Schritt nach oben gehen? Ich hasse das Tier jetzt schon. Ich habe ja auch keine direkte 100%ige Sicht von oben drauf, sondern nur so eine fast 100%ige Sicht. Dann ist ja außerdem der im Weg, der Hase, danach. Das ist doch so unglaublich frustrierend, mit diesem dummen Stummelhasen zu springen, ne? Das ist nicht Glück oder so. Das kann man schon. Es ist halt, ich sehe den Kürbis nicht. Sag mir doch nicht, dass das Skill ist. Wie war das? Ich kann ja nur nach Gefühl springen. Dann hat er ja auch so einen riesigen Wendekreis. Na, almost. Du hast ein bisschen zu früh zurückgezogen. Ich sehe ihn nicht. Ich muss ihn irgendwann zurückziehen. Hui, Schatz, aber ich sehe ihn nicht. Das ist doch nur zu purer Zufall. Weil ich einfach nur das Gefühl habe, dass das Zufall ist, ob ich diesen Kürbis treffe oder nicht. Ziehe. Ich sehe ihn immer erst dann, wenn ich an ihm vorbeifalle. Und dann weiß ich, dass es zu spät war. Ja. Bla bla bla. Die heißen nicht ohne Grund Kürbisse der Verzweiflung. Ja, aber ich verzweifle doch schon. Also für mich ist das gerade wirklich einfach nur random. Ob ich ihn treffe oder nicht. Das war. Wird auch immer frustrierender, ne? Je mehr man schafft. Nee, das nicht. Das ist also bei mir hat es von dem zweiten Kürbis an den selben Frustlevel. Hast Maitrin. Maitrin ist ein Spaß gegen dieses Jumping Puzzle, ja? Maitrin ist die pure Entspannung hiergegen. Kann mir wenigstens einer irgendwie so ein großes Schild dahin bauen, dass ich sehe, wo der Kürbis ist? Wir nehmen den Kürbis so ein großes Schild. Nö. Das wäre lieb. Ich habe den schon gehasst, als ich damit große Felsen treffen musste. Welches sadistische Arschloch hat denn hier Kürbisse hingepflanzt, ja? Jetzt wollte ich ihn noch unbedingter treffen, den Jumping Puzzle Typ, weil der von allem, was ich bisher in diesem Puzzle gemacht habe, ist das definitiv das erniedrigendste, weil das alles auf einem Hasen passiert. Aber hier kanalisiert sich der gesamte Hass auf diesen Hasen, ja? Und das tut ihm nicht gut. Weil ich glaube, ich werde nachher irgendwie rausgehen und einen Hasen kastrieren, einfach nur so aus Prinzip. Ich wünsche jedem Hasen einen qualvollen Tod aus großer Höhe. Je weniger Hasen es auf der Welt gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf die Idee kommt, einen Jumping-Puzzle mit denen zu bauen. Aber weißt du, warum der das schafft? Sein Hase ist doch nur ein Drittel so groß wie meiner. Ja, bist du jetzt aber auch selber dran schuld, ne? Wenn ich pack, weißt du was? Fuck it. Bankzulus Express, Umstyling-Kit. Ich mach jetzt meinen Charakter klein. Ernsthaft? Bringt das überhaupt was? Ist das nicht nach Rasse? Nein, das ist nach persönlicher Charaktergröße. Ich habe ja 10 Umstyling-Kits und style ich mich gleich wieder um. Wow. Moment. Körpergröße. Wow. Ich will jetzt zeigen, dass hier sehr wohl Pay-to-Win funktioniert. Ja? Ich wollte gerade sagen, willkommen zu Pay-to-Win. Siehst du? Guck mal, wie klein der Scheißhase jetzt ist. In meiner Krankenakte drin.
Was auch immer räumliche Sehschwäche dann bei der Polizei damit zu tun hat. Wahrscheinlich könnte ich Revolverkugeln nicht schnell genug einschätzen, ob sie mich treffen würden oder nicht. Ne? Ja, ja, natürlich. Kennen wir alle aus Matrix, dass das mega easy ist. So, und das, das war jetzt tatsächlich. Das ist auch der psychologische Test beim Bund, ne, um zu sehen, ob Leute Aggressionsprobleme haben. Oh? Putti? Oh! Ich muss irgendwas mit dir verstehen. Irgendwas. Dafür gibt's eine Leuchtkugel für dich. Oh. Er hat es geschafft. Dass ich irgendwas weggeworfen habe? Ja. Okay, das da, jetzt wie der, fühlt sich das an? Das ist, gut, das ist jetzt der Schakal-Teil, oder was? Nee, das ist jetzt der Skimmer-Teil. Du kannst jetzt einmal hier kurz deine Belohnung abholen, ne? Ich verstehe noch nicht, wo hier die Schwierigkeit ist. Aber ich werde es wahrscheinlich gleich herausfinden. Ja, der ist tatsächlich jetzt nicht so. Okay, hier ist die Schwierigkeit. Erst nach oben wahrscheinlich, dann pausieren und dann rüber. Und dann genau durch die Lücke durch. Oh, das mit der durch die Lücke durch finde ich gut. Ja, auch souverän gemeistert. Ja, das war jetzt kein Ding. Was ist das jetzt hier? Was soll ich mit dem Schakal machen? Kommt wieder ein normaler Menschensprungteil. Ach du Scheiße, ist das ein kleiner. Ach, das waren die... Ja, die Pilze von Sloth. Also, Sloth-Pilze sind halt wirklich schon ein ganz asozialer Teil, ne? Und wenn ihr das mit dem Hasen gemacht hättet, wäre ich auf jeden Fall geragequittet. Darauf kannst du dich verlassen. Ja. Nein! Oh Gott! Das Jumping-Puzzle macht so viel mehr Spaß, wenn man es nicht selber springt. Weißt du, wie es den Leuten ging, als du das gesprungen bist, ne? Ja. Nein. Das ist wahrscheinlich aus, weiß ich nicht, du musst halt eine Wand bauen, durch die sie dann nicht cheaten können. Das stelle ich mir durchaus als machbar vor. Oh, das ist ein hässliches Ding da, ne? Ein so ein blöder Pilz. Ein unterwegs aus. Dann fängst du wieder ganz unten an. Er macht das echt, ne? Jeden einzelnen Mushroom auf dem Bunny. Da muss ich rüberkommen. Oh, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Schon spaßig, ne? Oh, das war nicht. Na? Nein, 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 nicht nach ganz. Okay, das kann ich auffangen. Oh. Ah, Raptor? Nee, Rochen. Wenn ich noch nicht die hundertprozentige Lösung habe, wie ich das machen soll. Das ist halt wieder richtig von der Range so, ne? Du musst wirklich perfekt abspringen, musst so weit es geht springen, ja. Und am höchsten Punkt quasi, ne? Und dann darfst du keine Höhe verlieren. Ja, funktioniert gedrückt. Wow. Nice. Wow. Ja, jetzt musst du ein bisschen um die Ecke denken, ne? Kann ich dazwischen durchfallen? Ich bin grad ein bisschen. Da kannst du auch mit dem Bunny hoch. Da musst du nicht, Schakal.
Aber das geht doch, ne? Nein, oh Gott, hier falle ich drunter durch. Nein, wir machen das ordentlich. Das ist der Schakal-Part. Aber da hätte man noch viel, viel mehr aus dem Schakal rausholen können. Nein! Wow. Genau das ist mir übrigens auch passiert. Und danach habe ich mich so geärgert, dass ich diese dämliche, dass ich gesagt habe, mit dem Schakal-Part, anstatt einfach mit dem Bunny da hochzugehen. Der Hase und ich, wir sind nicht so... Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber der Hase und ich, wir sind nicht so gute Freunde. Echt nicht? Nee. Oh, da muss ich durch das Tor durch. Oh. Genau. Nice. Und jetzt nochmal Hase. Ja, first try, geil. Genau, und da jetzt auf dem Hasen hoch. Das sind ja sogar große Plattformen, auf denen ich landen darf. Mensch, wie nett. Nein, nein. Hase hat halt immer noch das Verlangen, so ein kleines Stückchen nachzurutschen, weißt du? Doofe Mistvieh. Verrückt. Warum muss denn dafür immer eine Ebene höher gehen? Nein, da machen wir immer höher, immer weiter, immer, immer krasser, ne? Das ist so... Wieder da. Weißt du, Roka, ne, üb dich mal Bescheidenheit hier, ne? Man muss nicht immer höher, höher, höher. Irgendwann reizt auch mal, wenn man sagt, hier auf dieser Ebene sind wir hoch genug. Nee, man muss ganz nach oben. Herzlichen Glückwunsch übrigens erstmal, ne? Zum geschafften Jumping-Puzzle. Siehst, wir haben hier extra Ballons aufgebaut für dich, ne? Und ganz ehrlich, meine Hände und so alles ist so geschwitzt bei mir, dass ich gleich, glaube ich, nochmal schnell unter die Dusche mache, bevor ich das ist Wahnsinn. Ah, guck mal, jetzt. Fertig gemacht, ohne Scheiß. Nach ganz oben zu gehen hat einen Vorteil. Ja? Ab jetzt, hier kannst du jetzt den Sturzflug des Lebens machen. Nein. Kannst du mal von der obersten. Nein, Ebene? Nein, der Hase muss weg. Der Hase muss weg. Ich hab gesagt, ich bringe das Vieh um. Und ich bringe es richtig um. Ja? Es fällt und fällt, aber ich muss gucken, dass ich da auch nicht auf der Kuppel lande, sondern soll es nach ganz unten. Genieß es, Hase, ja? Es wird ein echt unangenehmer Aufprall. Verspreche ich dir. Es wird ein echt unangenehmer Aufprall. Oh, wie weit er fällt. Ah, oh, tat das gut. Blödes Mistvieh, ey.